Hey Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Infectinator 3. Ja, ich habe die vorige Folge gerade gerendert. Die Rohdateien sind zwar sehr viel größer geworden als zuvor bei den anderen OBS-Einstellungen, aber ich kann die Dateien ganz gut komprimieren beim Rendern, so dass wir jetzt weiter in dieser Qualität aufnehmen können. Ich muss zugeben, jetzt bei Infectinator 3 sieht man keinen riesen Qualitätsunterschied, da die Grafik sowieso ziemlich pixelig ist. Aber vielleicht sehen wir bei Mist Survival einen Unterschied. Und wir machen jetzt hier aber erstmal weiter. Und zwar versuchen wir den nächsten Boss, den Boss von Amerika, von den USA, um genau zu sein. Ja, ich habe eigentlich, was sagt denn Trumpf? Sümpfe, Mails, Twitter. Ah, ja, okay. Ja, ich habe eigentlich für nächste Woche schon ein neues Spiel geplant. Allerdings habe ich da noch nicht die Genehmigung vom Publisher bekommen. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das funktionieren wird. Okay, der Trumpf hat nicht viel ausgehalten. Ja, wie gesagt, mir fehlt leider noch die Genehmigung vom Publisher für das neue Projekt. Dementsprechend kann ich nicht versprechen, dass das was wird. Aber ich hoffe einfach mal. Und ich muss mir das Spiel ehrlich gesagt auch noch holen. Das habe ich noch nicht gemacht. Das wollte ich dann jetzt nächste Woche erledigen. Und vielleicht lässt sich der Publisher einfach nur ein wenig Zeit mit der Antwort. Dann kommt das Projekt halt ein wenig später. Oh, jetzt haben wir den Trumpf sogar als Spezialzombie. Wo haben wir ihn? Wo ist er? Trumpf, da ist er. Was kann der noch mal? Ja, das ist eine durchaus berechtigte Frage. Das finden wir jetzt nämlich gemeinsam heraus. Wir werten den mal ein wenig auf. Und ziehen den hier unten rein. So, ich glaube, davon müssen wir noch ein paar erscheinen lassen. Dementsprechend müssen wir uns noch welche holen. Wir haben einmal Minen ausgegeben. Und hier können wir mal den Angriff weiter erhöhen. Haben wir eigentlich, was brauchen wir für das nächste Upgrade? 31 DNS-Punkte. Goldgräber erhöht die Anzahl von Münzen, die fallen gelassen werden, und Münzgreifer. So, ihr werdet gleich einen kleinen Cut sehen. Ich musste mal eben. Nein, ihr werdet einen Cut gesehen haben. So ist es richtig. Ich musste mal eben etwas erledigen. Ich wurde ein wenig gestört bei meiner Aufnahme hier. So, dann schauen wir mal, was der Trumpf kann. Da bin ich selber gespannt. So, jetzt setzen wir erstmal die Startinfektion. Und dann setzen wir auch gleich den Trumpf ein. Ist der Trumpf? Ist der schon tot? Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt ein wenig aus den Augen verloren. Da oben läuft noch ein Mädchen rum. Da setzen wir mal den Dämon auf das Mädchen an. Gut, ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht genau sagen, was der Trumpf kann, weil ich ihn ein wenig aus den Augen verloren habe. Aber wir werden. Oh, warum ist denn hier ein schönes Zeichen? Oh, wir haben eine neue Reporterin freigeschaltet. Elona Musk.
So, wir werden auf jeden Fall wieder auf die Vampire wechseln. Denn, wie in der letzten Folge schon gesagt, ich liebe Vampire. Und dass fünf einzigartige Zombies erscheinen. Die Yangshis haben wir jetzt schon voll, ne? Ich glaube, wir wollten diese Spitter hier mal ausprobieren. Dafür brauchen wir davon erstmal ein paar. Oh, die leveln wir auch nochmal auf. Einmal können wir noch. Und dann holen wir uns drei Stück. Und ein Clown. Mist, wir können den Clown leider nicht holen. Wir haben keine normalen Zombies mehr. So, wir wollten den Vampir wieder mitnehmen. So, Hilfsitems, Minen. Und hier können wir nichts mehr machen. Oh, da wurde ein neues Forschungslabor eröffnet. Da gehen wir natürlich gleich gegen vor. So, wir haben alle Bosse besiegt, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, dann schauen wir uns mal die Firespitter an hier. Boah, das ist so, wie ich das sehe, das gleiche wie der Dämon. Nur schwächer und ohne Begleitzombies dabei. Oh! Haben die. Ach ne. Ich wollte sagen, das sah so aus, als hätten sie den Vampir mit einem Schuss erledigt. War aber nicht ganz richtig. Der ist nur zu ihnen hingesprungen. Beziehungsweise geflogen. Allerdings hat der Schuss danach ihn getötet. Ja, ich glaube, die Firespitter lassen wir weg, weil die machen im Prinzip das gleiche wie der Dämon, nur in ja weniger stark, sage ich mal. In schwächer, habe ich eben gesagt. Gut, welche hatten wir denn sonst immer dabei? Ich glaube, die Military hier. Oder was probieren wir noch aus? Die können wir auch mal ausprobieren. Puka. Ansteckende Kotze. Wir probieren die einfach mal. Wir werten die jetzt aber nicht weiter auf, da wir sehr wenig Zombies haben. So, die Spezialzombies hatten wir, glaube ich, alle schon mal ausprobiert. Und wir bleiben jetzt erstmal bei der Einstellung bei. Ja, dann machen wir die Lebensdauer nochmal hoch. Und dann wird diese Let's Play-Reihe wohl nicht mehr allzu lange dauern, so wie das derzeit aussieht. Wir können da eventuell noch mal so ein Event machen, die gibt es, glaube ich. Das muss ich mir aber mal anschauen, wie das funktioniert. Beziehungsweise, wenn ihr das wisst, wie das funktioniert, könnt ihr so also gerne in die Kommentare schreiben. So, die wollten wir mal ausprobieren hier. Jo, die spuckt und verwandelt Menschen in Zombies. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht ultimativ. So, es fehlen noch Menschen. Wo haben wir denn Menschen noch? Da oben. Setzen wir hier mal ein Vampir rein. Da sind auch noch welche. Machen wir die Tür einfach auf. Und dann hat sich das Level hier auch schon wieder erledigt. Oh, wir brauchen immer weniger von den Hilfsitems. Die Zombies scheinen stark genug zu sein. Zombies, Fakt oder Fiktion? Ja. Gute Frage. Wir haben fast die ganze Welt erobert bereits. Und die fragen sich noch immer, ob das wirklich ist oder nicht. Region zerstört, stattet Zivilisten mit Waffen aus. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn der globale Panik gerade aufs Maximum steigt. So, die sind grundsätzlich nicht schlecht, aber wir nehmen trotzdem mal die Militaries wieder mit. So, Werte-Upgrade können wir nicht, dafür haben wir zu wenig Geld.
Zombie-Infektionswahrscheinlichkeit vorübergehend erhöht. Ui, das ist ein Event, das hatten wir auch noch nicht. Da schauen wir mal, was das für Auswirkungen haben wird. Beziehungsweise stand ja bei, die Infektionswahrscheinlichkeit wird erhöht. Jetzt hätte ich mir natürlich auch gewünscht, dass es hier auch regnet. Ist natürlich nicht der Fall in den Leveln. So, hier oben können wir mal Papier reinsetzen. Wo kommen diese Trooper da? Dann setzen wir da einen Dämon hin. Oh, der Vampir hat da drin nicht überlebt. Wir brauchen vielleicht ein paar Sekunden länger als mit Hilfsmitteln, aber wir müssen kein Geld mehr für die Hilfsmittel ausgeben. Das ist auch schon mal sehr gut. Perfekt. Region zerstört. Atomarer Zwischenfall. Ach Mist, wir müssen ja noch Granaten einsetzen. Das habe ich total vergessen. So, wir können den S-Upgrade machen. Und wir erhöhen mal die Anzahl an Münzen, die wir bekommen. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, das wäre ein neuer Zombie. Das war auch was Passives. Erwirb Herdengeist DNS. Zerstöre die Stadt vollständig mit den Kindern aus Singer Strains. Erwirb Münzgreifer DNS. Oh, ja. Das war leider ein passiver Boni. Ich dachte, das wäre ein aktiver. Also, ich dachte, das würde neue Zombies freischalten. Das war jetzt keine Absicht. Da die Community sich ja gewünscht hat, dass wir möglichst erstmal die Zombies freischalten und nicht die passiven Sachen machen. Aber gut, nur ist zu spät. So, jetzt ist hier auch zerstört, so wie es aussieht. So wie da. Oh, da bleibt ja nicht mehr viel. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal hier weiter. 40 Menschen. Ja, da nicht mehr allzu viel fehlt, bin ich am überlegen, ob wir das in dieser Session schon abhaken. Das werden für euch natürlich ein paar mehr Folgen. Aber vielleicht bekomme ich das alles in dieser Aufnahmesession unter. Die Granaten haben wir jetzt eigentlich nur eingesetzt, damit wir da diese Aufgabe endlich mal abschließen. Gebraucht hätten wir die in dem Fall auch nicht. Oh, da fehlen auch noch immer welche. Zombies brauchen wir nicht, Granaten können wir neu kaufen. Wert-Upgrade können wir uns nicht leisten und dann geht es gleich wieder auf ins Getümmel. Und dann lassen wir es gleich mal Granaten regnen, um die Aufgabe möglichst flott abzuschließen. Okay, das war jetzt nicht so prickelnd. Das wird ein knappes Level, würde ich mal sagen. Ein sehr knappes sogar. Hilft der Burger? Ah, das war jetzt schon mal gar nicht schlecht. Dann setzen wir den noch ein paar Minen vor die Nase. Und der stirbt an dem Burger. Sehr schön, da haben wir das doch noch geschafft. Auch wenn wir jetzt einiges an Ressourcen hier verbraucht haben.
auch wieder ein Perfect erreicht. Region zerstört. Atomschlag. So, Granatenaufgabe haben wir erfüllt. 20 Menschen mit Landmine und 150 Zombies erscheinen lassen. So, jetzt müssen wir uns aber welche nachkaufen hier von den Zombies. Und neue Aufgabe, 5x Kanister benutzen. Und davon brauchen wir einen Kanister. Sind das die Kanister? Yep. Das ist gut, weil diese Schleimkrüge hier, die mag ich nicht. Oh, wir können das Tempo weiter erhöhen, dafür haben wir jetzt genug Geld. 39.000 kostet eine Erhöhung, das ist aber ganz schön teuer. So, dann haben wir hier in Amerika auch noch ein Gebiet. Das schaffen wir in dieser Aufnahme sicherlich auch noch. Das sind ja nur zwei Runden quasi. Oh, ich habe vergessen, mir Granaten nachzukaufen. So, das machen wir mal mitten rein hier. Und dann lassen wir mal ein bisschen die Kanister springen. Irgendwo, wo es sich lohnt. Oh, ich glaube, die Ladung mit Kanister hat nicht getroffen. Und den hier eigentlich auch. Die müssen nur reinlaufen. Die laufen alle geschickt nebenher. Das ist etwas unpraktisch. So, jetzt steht hier unten noch einer. Den haben wir geschafft. Sehr schön. Der Military hat den noch geschafft. So. Continue. So, jetzt müssen wir uns natürlich wieder neue Zombies holen. Hier haben wir auch einiges ausgegeben jetzt. Oh, ich wollte nur 4 holen, keine 5. Da habe ich einmal zu schnell geklickt. So, dann machen wir hier noch die letzte Runde. Und dann haben wir den Kontinent eigentlich auch erobert. So, dann haben wir es doch fast. Hier machen wir mal auf. So, haben wir das Level auch geschafft. Sehr schön. Continue. Region zerstört, Kontinent zerstört. So, Landminen, Burger, Blobber-Zombies. Was sind denn Blobber-Zombies? Sind das hier Blobber? Nee. Jetzt muss ich einmal durchklicken hier. Leaper, Vampire, Yangshi, Berserker, Military. Das die? Nee, Puka. Blobber, da haben wir sie doch. Ziehen wir uns die unten rein. Und kaufen uns noch einen Clown. Davon haben wir 4, davon müssen wir wieder 4 kaufen. Da machen wir mal die Lebensdauer wieder hoch. Da brauchen wir 33 DNS-Punkte für. So, der Kontinent ist zerstört. Wir pausieren.
Und ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.